Hey, schön, dass du da bist. Ich habe heute wieder einen Stargast, den Herbert Stricker. Und wir machen heute mal wieder ein Q&A. Herzlich willkommen, Herbert. Ja, schön bei dir zu sein, Leni. Ja, das letzte Q&A ist jetzt schon ein Jahr her. Und es hat sich auch viel getan. Q&A gemacht. Ich glaube schon, echt? Oder? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, ich glaube schon. Ja, so eine Art. Ja, ich glaube, ja. Auf eins glaube ich schon. Ja, genau. Aber ihr habt ja so viele Fragen an den Herbert und ich natürlich auch. Ich habe auch so die eine oder andere Frage habe ich reingesneakt für mich selber. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich los, oder? So, letztes Jahr, als du hier warst, hast du mir ja deine Duftlinie zu riechen gegeben. Ja. The Nose Behind, die Marke, die jetzt bald kommt. Aber die Frage ist natürlich, wann kommt die jetzt, Herbert? Ja, jetzt sind wir in der finalen Situation. Das heißt also, wenn alles klappt, und es müsste eigentlich alles jetzt klappen, wobei man weiß es ja nie, würde ich sagen November. Also wir planen im Oktober in Produktion zu gehen. Mhm. Es sind alle Komponenten da. Es werden nicht alle Düfte der Linie gleichzeitig erscheinen, weil es zu viel wäre. Das heißt, es werden wahrscheinlich 7 Düfte erscheinen. Mhm. Und dann, es sind insgesamt 14 Düfte, dann 7 erscheinen, dann werden nächstes Jahr nochmal 3 kommen und so, bis die 14 dann voll sind. Mhm. Und letztes Jahr hast du mir schon einige Düfte aus der Linie zu riechen gegeben. Haben die sich jetzt noch stark verändert? Oder, Ja, also das, was letztes Jahr, hast du eben die Samples gerochen, die im Grunde genommen aus dem Labor kommen. Labor-Samples werden immer auf einer einheitlichen Basis gemacht. Mhm. Das heißt, man macht die meistens auf 15% oder 20% Ölkonzentration. Wobei das nicht das gleiche ist wie die finale Ölkonzentration, weil die Labor-Samples werden anders kalkuliert von der Konzentration. Das heißt, man hat da eine andere Konzentration. Man definiert danach nochmal die definitiven Konzentrationen. Wobei, also für mich ist eben wichtig, dass der Duft die maximale Performance hinkriegt und nicht, dass da eine Riesenzahl steht. Deswegen also bewege ich mich, sage ich einmal, zwischen 20% und 30%. Im Regelfall nicht mehr als 30%. Aber eben auch nicht unter 20%. Also es sind Düfte mit unterschiedlichen Konzentrationen. Manche sind 20, manche 25, manche 28, manche sowas und so. Dann entscheidet man noch, ob man noch irgendwelche zusätzlichen Sachen mit reinbringt, wie Stabilisatoren, UV-Licht und so weiter, was ich eigentlich nicht mag oder nicht gerne mache. Was bedeutet das für einen Verbraucher? Das bedeutet, dass der Duft optisch sich farblich verändert. Ne? Das heißt, er kann dunkler werden, die Farbe ändern. Das kann man vermeiden, indem man einen UV-Filter reintut. Das nächste ist, man muss natürlich schauen, wie ist die aktuelle Gesetzeslage. Und die hat sich, die ändert sich ja, ich sage stündlich, aber sie ändert sich zumindest innerhalb von kurzen Zeiten. Ja. Das heißt, kann ich die Düfte überhaupt noch so rausbringen? Und was steht an? Also nicht nur, was jetzt nicht mehr erlaubt ist, sondern was ist im Gerede, dass es verboten werden soll? Ja, das ist schon tricky. Weil man macht es nicht einen Duft raus, wo man weiß, dass momentan diskutiert wird, Inhaltsstoff ist eventuell auf der Liste, noch nicht, aber in 2 Jahren kommt es dann vielleicht. Und dann hat man den Duft entwickelt und bringt ihn jetzt raus und weiß, dass man ihn schon reformulieren muss innerhalb der nächsten 2 Jahre. Das wird nochmal gecheckt. Ja, und dann geht's los. Super. Du hast ja auch nicht nur jetzt kommt deine eigene Marke, sondern du hast ja auch eine neue Marke im Sortiment, oder? Ja, wir haben auch eine neue Marke im Sortiment. Wir haben eigentlich 2 neue Marken im Sortiment. Die eine hast du ja schon mal gesprochen, das ist Pharmacia. Und die andere ist Panadora. Das ist eine Marke aus Schweden. Mhm. Der Flakon ist sehr schön gemacht. Alle Düfte haben das, so ein Flakon mit einem Hirschgeweih. Und das heißt also, die ist überall der Hirsch drauf. Und zwar ist es das schwedische Hirsch. Also wenn jemand jetzt Assoziationen zu Ben Haligens hat, die auch so Köpfe drauf haben, der Hirsch ist hier anders und es sind überall Hirsche drauf. Also es, nicht verschiedene Tiere, sondern nein. Es ist immer dieser Hirsch. Ja, und wenn jemand jetzt sagt, ja, aber Schweden, die haben doch den Elch, warum haben die nicht den Elch drauf gemacht? Also man muss dazu sagen, es gibt in Schweden mehr Hirsche als wie Elche, aber ich gebe zu, der Elch ist das Symbol für Schweden, also ist ein Tier, was eher mit Schweden verbunden wird. Man hat auch geplant, den Elch zu machen, aber es hat sich von der Form nicht realisieren lassen. Die Form des Elches, das war zu kompliziert, es hat nicht funktioniert, es war zu schwer, die Kappe und so weiter. Das sieht also, jetzt auch so eine Elchfigur, sieht jetzt auch nicht so grazil aus. Ne? Auch das, also so aber man hat es probiert, aber es hat sich nicht geeignet, deswegen hat man sich auf den Hirsch genommen. Mhm. Die Düfte sind deshalb interessant, weil sie kommen aus Schweden, aber sind gemacht von einem
Parfümeur, der aus Syrien kommt und eigentlich diese ganze Zeit seines Kunsthandwerks als Parfümeur im Mittleren Osten verbracht hat und sehr stark diese orientalischen Einflüsse auch hat, die er jetzt mit dieser Landschaft von Schweden in Verbindung bringt. Aha, also ist, sage ich jetzt mal, so eine, ich sage es mal, nordisch-orientalische Linie, die eben Kompositionen hat, die beide Elemente verbinden. Super spannend. Ich habe noch nichts gerochen von der Marke, also ich kenne noch keinen einzigen Duft. Ja. Ich bin sehr gespannt. Aber das kannst du ja dann in Ruhe mal alle durchlesen. Machen wir da mal in Ruhe, genau. Herbert, wenn du jetzt jemanden triffst, so neu kennenlernst, ja, beurteilst du jemanden dann auch nach seinem Duft oder blendest du das aus? Oder aber machst du dir schon so Gedanken, oder? Nein, natürlich. Man kann das nicht. Also man kann, das ist ja das Interessante, man kann Duft nicht ausblenden. Also ich kann die Augen zumachen oder wegschauen. Ich kann mir jetzt Ohrenstöpsel, wie heute alle haben, AirPods reintun und die Umwelt sozusagen abschalten. Ich kann aber den Duft nicht abschalten. Das geht halt nicht. Ja, man sagt immer, ich mache jetzt die Klammer in die Nase. Das funktioniert ein bisschen, aber auch nicht, weil wir auch riechen über den Mund. Das heißt, sonst würden wir ja die Speisen nicht riechen. Ne? Also ja. Die Speisen riechen wir ja über den Mund eigentlich. Und also ich muss das wahrnehmen, ob ich es will oder nicht. Und deswegen ist es automatisch so. Wie ich vom Kopf her die Bedeutung zuordne, ist was anderes. Aber es ist klar, ich achte drauf. Ja. Jemand hat geschrieben, gibt es überhaupt noch Dinge, die Herbert Stricker beeindrucken? Also ganz viele. Also ganz viele Sachen. Mich beeindruckt alles, irgendwie jeden Tag, immer wieder. Also das ist nicht so. Also auch im Duftbereich gibt es sehr viele Sachen, um jetzt mal bei dem Thema zu bleiben. Aber so insgesamt, also ich bin schon immer wieder beeindruckt. Ja. Bist du auch viel unterwegs, gell? Ja, und so. Aber auch, wie ich sage, eben bleiben wir jetzt mal beim Duftbereich, weil sonst wird es jetzt ausladen. Auch da bin ich beeindruckt, was wieder kommt. Es ist eben nicht so, dass immer nur alles in eine Richtung geht oder irgendwelche Dupes oder Lookalike oder solche Sachen, sondern es gibt wirklich sehr viel Innovation in dem Bereich auch, die sehr spannend ist. Es kamen jetzt sehr viele Fragen in diese eine Richtung. Herbert, was ist der beste Duft für eine starke, selbstbewusste Frau? Ja, es ist. Du darfst jetzt nicht Sergio L. sagen. Nein, nein, sage ich nicht. Nein. Also ich sage, also ich versuche das sowieso jetzt eher nicht zu vermeiden, weil ich merke, dass teilweise, wenn ich was sage, die Leute dann in die Parfümerie gehen und sagen, der Herbert hat aber gesagt der und der, und dann riechen die den und sagen, ah, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt und so. Also. Den besten Duft gibt es nicht. Also der beste Duft ist eine individuelle Sache. Also so wie die beste Frau, beste Mann, das beste Wetter, beste Auto, beste Landschaft, was auch immer. Das ist ein individuelles Gefühl. Für dich der beste Duft. Und der Duft, für dich der beste Duft oder für die Frau der beste Duft ist der, wo sie das Gefühl hat, der repräsentiert ihre Persönlichkeit am besten und ihre Stimmung. Und den sollte sie wählen. Ich glaube auch nicht, dass es den besten Duft gibt, sondern es gibt eine Duftgarderobe. Genauso wie es nicht das beste Kleid, das beste Outfit gibt. Es gibt eine Garderobe, wo man sagt, ich gehe jetzt ins Theater, dann ziehe ich das an. Ich gehe jetzt zum Einkaufen, ziehe ich das an. Ich gehe jetzt ins Schwimmbad, ziehe ich was anderes an und so weiter. Und so ist es auch mit dem Duft. Und man soll den Duft auswählen, bei dem man das Gefühl hat, dass er einen am besten repräsentiert. Und zwar nur für sich selbst. Also ja, was die anderen sagen, ist nett und interessant, obwohl es die anderen eigentlich riechen, aber man muss es auswählen, was man selbst will und wie man sich am besten repräsentiert. Und da gibt es 1000 Düfte, die in Frage kommen. Das war jetzt sehr, sehr diplomatisch. Wir wollen aber trotzdem den Duft hören. Das heißt, wenn du dir jetzt eine starke, selbstbewusste Frau vorstellst, was assoziierst du zuerst für einen Duft mit dieser Frau? Das ist ganz schwierig. Also es ist ganz schwierig, weil man müsste dann sagen, okay, in welcher Linie. Weil ich könnte jetzt natürlich von jeder Linie eins bringen. Ich könnte Sachen bringen von anderen Sachen. Der erste, der dir in den Sinn kommt. Eine starke, selbstbewusste Frau, die, müsst ihr rückfragen, die wie rüberkommen will. Stark und selbstbewusst. Stark und selbstbewusst, aber auch feminin. Ja, widerspricht sich ja nicht. Ja, aber es gibt ja starke Selbstbewusste, die eben nicht auch feminin rüberkommen wollen. Ich würde auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, eine pudrige, irislastige, sehr dominante Komposition wählen. Also
Okay, wenn du jetzt unbedingt, wenn du jetzt unbedingt Namen hören willst. Ja, es gibt einen Duft in der neuen Kollektion, The Nose Behind, der meiner Meinung nach der beste Duft ist, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Echt? Ja. Habe ich den schon gerochen letztes Jahr? Das weiß ich nicht, aber ich kann ihn dir jetzt riechen lassen. Ja, bitte. Und der nennt sich Avenue Montagne, also so wie die berühmte Einkaufsstraße in Paris, aha, wo die ganzen Flagship-Stores der einzelnen Häuser sind, eben Chanel, Dior und so weiter. Den kenne ich noch nicht. Chanel ist Rue Cambon, aber Dior ist da und so weiter, ursprünglich. Und ich sage jetzt mal, das ist für mich die Frau, so wie ich sie sehe, die ich in diesem Umfeld auch sehe. Deswegen heißt der Duft auch so, die Inspiration kommt eben von der Straße, von diesen ganzen Geschäften, von diesen ganzen, ja, Luxus, aber trotzdem dieser Kombination auch von einer selbstbewussten, stark auftretenden Frau. Und deswegen, das ist der, ja. Okay. Der beste Duft, den du je gemacht hast? Meiner Meinung nach, ja. Es ist auch so, dass es ein Duft ist, den wirst du nicht vergessen. Das ist auch ein Duft, wenn du den, also den wirst du am nächsten Tag noch riechen. Der hat eine Performance, die ist exorbitant, ohne dass er jetzt irgendwie so schwer orientalisch rüberkommt. Ja. Ne? Ja. Aber er ist raumfüllend. Also da, wenn du dich dem präsentierst als Frau, dann haben alle Respekt sofort. Das glaube ich auch, ja. Also sofort. Ich sag jetzt mal kurz, was ich so wahrnehme. Ja. Okay? Also das ist kein süßer Duft. Er hat aber irgendwo eine ferne Süße dahinter. Aber es ist nicht, dass du sagst, es ist ein süßer Duft. Und der erinnert mich ganz entfernt, also der hat so, würde ich sagen, so 20% vom High Heel White, diesen Chic und dieses irgendwie, dieses Selbstbewusste. Aber er ist nicht ganz so grün und er ist nicht ganz so herb und nicht ganz so kühl irgendwie. Also der hat auch so, wie du sagst, ist pudrig und irgendwie sehr tief, kommt er mir vor. Und echt schön. Aber jetzt nicht super duper feminin, auch nicht maskulin, aber schon auf der femininen Seite, so wie du gesagt hast. Ja, ja, also selbstbewusst. Also es ist irgendwie so, also es ist ein Statement. Ja, und auch, jetzt ist auch kein frischer Duft, aber eine gewisse Frische hat er auch. Also er ist sehr, hat echt viele, viele, geht in viele Richtungen. Was ist da noch drin, außer Iris, Moschus? Es ist Veilchen drin, es ist Jasmin drin, Moschus, Zedernholz. Also es ist eine, finde ich, so eine gelungene Komposition. Ja, ist schön. Also ich mag ihn halt. Also ist, meiner Meinung nach ist das der Duft, ist einer der ersten, den ich gemacht habe. Also ich glaube Nummer 2 und Nummer 3. Und der war für mich immer so irgendwie das, wo ich sage, okay, das ist das, was ich, worauf ich stolz bin. Der ist sehr schick. Ist natürlich sehr persönlich, das weiß ich. Ne? Also ich habe noch einen zweiten, das ist aber Männerduft jetzt meiner Meinung nach, den ich für mich selber gut finde. Aber ich würde den jetzt auch tragen, ist auch kein Problem. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Genau, ja. Aber das ist halt so, wo ich sage, boah, das ist so, ist klasse für mich, so auch klasse. Eben ohne dass man jetzt so aufdringlich oder so vordergründig und so. Ja, also genau. Ist, so also ist klasse, stilvoll, schick, aber trotzdem understated. Also nicht zu laut jetzt oder so. Also ist jetzt nicht irgendwie wie dieses Stereotyp, die man von den Amerikanerinnen hat, die Reichen, die in, oder den Russinnen, die in Paris Urlaub machen und dann mit ihren ganzen Klunker kommen, so ist der überhaupt nicht, sondern der ist so richtig, ja, der wird auch super in Job gehen, gell? Also der ist echt elegant. Schön. Und der andere, du hast gerade gesagt, du hast noch einen für Männer dabei. Ja, der andere ist, den hatte ich ja das letzte Mal dir schon gezeigt. Das ist der Miami South Beach. Oh ja. Ja. Gut, Männer ist ja auch für Frauen, also es ist ja das jetzt... Das war diese Mischung aus deiner Oud-Kreation, oder? Und genau. Dann noch so einem Gourmand. Genau, also es ist halt so, das, was ich mit Miami verbinde, also da ist diese Rumnoten, diese Karibik-Feeling. Es ist ja sehr karibisch, Miami, eben auch durch die ganzen vielen Latinos, die da sind. Dann diese Wärme, auch dieses Oud, was da jetzt in der Stützung drin ist, die auch diese, ich sage jetzt mal, das Nachtleben widerspiegelt, das Aufgeladene, dieses Feiern und so, diese Präsenz, Exotik, Exotik im Sinne von Ferien, Strand, Beach und so weiter. Ja. Also da die Zielgruppe irgendwie für den Duft ist in meinem Kopf so klar schon. Ja. Also alle Leute, die irgendwie auf Harrod, Jazz Club, Side Effect stehen, das ist so, das wird die Crowd sein, glaube ich, für den. Weil der ist so schön rummig, also das ist so richtig schön beschwipst und diese Oud-Note, die kommt aber so,
so verträglich, also überhaupt nicht irgendwie zu stark, zu animalisch oder zu sonst was. Und man hat schon dieses Beach-Gefühl einfach. Das ist echt, ich liebe den. Ich habe den letztes Jahr schon geliebt und ich finde den so cool. Der taugt mir richtig. Auch so ein bisschen smoky, gell? Ein bisschen Tabak ist auch mit dabei. Ja. Oh, schön, ja, so. Super. Hast du noch mehr? Ich habe jetzt noch zwei andere mitgebracht. Deine, das ist jetzt so was, wo ich sage, ich glaube nicht, dass das erfolgreich wird und wird nicht sehr beliebt sein, aber ich liebe das. Das ist für mich so, wo ich sage, das macht mir Spaß. Der Duft nennt sich Kobe Gardens, deshalb, weil Kobe ist eine Stadt in Japan. Viele kennen das auch über das Fleisch, über das Rindfleisch, der Kobe-Rinder, die ja so als das beste und teuerste Fleisch gelten. Kobe ist eigentlich eine nicht schöne Stadt, also so optisch ist die nicht besonders attraktiv. Bekannt eben einmal durch dieses Rindfleisch und zum anderen durch Sake. Also ich glaube, die meisten Sake-Brauereien, die es in Japan gibt, sind irgendwie um Kobe und da herum. Mhm. Ja. Und es gibt da oben einen Garten, Nuboki-Garten, der ist also etwas erhöht, da kann man mit der Seilbahn hochfahren oder auch hochwandern. Und der ist relativ groß dafür, dass es ein reiner Kräutergarten ist. Also es ist ein botanischer Garten, aber man kann da schon, sage ich jetzt mal, eine Stunde rumwandern und es sind nur Kräuter. Und das ist der Minzdorf. Und das ist der Minzdorf. Und da ist diese Minze drin, die dort wächst. Und ich habe mit denen schon damals gesprochen. Ich sage, ich will diese Minze haben. Und Minze kann man relativ einfach extrahieren. Also ist nicht so kompliziert. Kann man auch relativ einfach verschicken und so. Das ist alles ist nicht kritisch. Und habe gesagt, ich will diese Minze haben, weil das ist eben das, was mich so begeistert hat. Und das ist auch die Story, die dahinter steht, die Geschichte. Und es ist sicherlich ein Duft, der jetzt halt von der Minze dominiert wird, mit ein bisschen Tee und noch ein paar anderen Sachen. Aber mir ging es halt einfach um dieses Feeling und diese Minze. Ich wollte diese Minze haben. Es gibt noch eine Sache, die ich noch bis jetzt nicht hingekriegt habe. Aber du, wo du öfter auch in Südtirol bist, wenn du im Juli, August, oder Juli, August ist schon zu spät, Juli, sag ich, Juni, Juli, aber eher Juli, in den Bergen bist in Südtirol, da gibt es diese Braunellen. Kennst du die? Nee. Den musst du mal schauen. Das ist ein so ein Orchideengewächs, das sind so ungefähr so 5 bis 7 Zentimeter groß, haben einen Stiel und oben so eine braun, deswegen heißen sie auch Braunellen, braun geformte Knospe. Mhm. Und wenn du die riechst, das ist ein Duft, da fällst du um. Es gibt keine Blume, die besser riecht wie das. Und warum hast du noch keinen Duft gemacht mit das Problem ist halt, ich brauche ja den Duft von dieser Braunelle. Das heißt, ich habe schon probiert, die zu sammeln und dann mitzubringen und ins Labor zu gehen. Aber das Zeug verdorrt natürlich sehr schnell und verliert dann Effekt. Jetzt habe ich mir überlegt, das nächste Mal muss ich hingehen mit dem Glas, einige von diesen Knospen sammeln, in das Glas reintun, das Glas verschließen, also hermetisch. Und dann denke ich, anpflanzen bei dir? Dann denke ich, dass die Duftkonzentration, die im Glas dann drin ist, dass die ausreichend ist, dass man das praktisch dann runterkühlen kann und verflüssigen kann und dann analysieren kann, was man dafür machen muss. Weil ob man die Blüte an sich extrahieren kann, glaube ich nicht. Okay. Ja, also ich habe. Aber wenn du das nächste Mal da bist, auf den Bergen schaust, oder frag Julius, der kennt es fast sicherlich, und dann riechst du dran. Und wenn du das riechst, dann verstehst du, das muss ein Duft sein. Okay, werde ich machen. Zurück zum Kobe-Duft. Ja, ich fand den letztes Jahr schon toll und so, ich liebe ja auch Teedüfte. Ja. Und Minze ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, Minze gibt auch so was Entspannendes, Belebendes. Immer. Ja. So ein bisschen wie Ingwer, finde ich. Ja. Es wirkt Minze auf mich auch immer. Und der ist super schön, ja. Und du glaubst nicht, dass der sich verkaufen wird? Dass der sehr likeable ist. Ja, also ich glaube schon. Meine Bemühung ist immer, das so zu machen, dass er möglichst den Leuten gefällt. Aber ich denke halt, dass sich vielleicht viele nicht so hintrauen und ein bisschen brauchen. Ich glaube, dass man muss den Duft erstmal so, man muss ein bisschen aufgeschlossen sein. Mhm. Weil sonst kann natürlich sein, dass man sagt, ja okay, das riecht jetzt, das riecht so minzig und so. Ich weiß nicht, ob ich das tragen will. Ich glaube, dass der Duft vielen gefällt zum Riechen, aber viele können sich dann nicht vorstellen, ob man den tragen kann. Das, das muss man probieren. Das ist auch der, über den schon das letzte Mal geredet worden ist, dieser Bangkok-Schock. Der Bangkok-Schock. Also das ist, das ist halt so eine Provokation, sage ich jetzt mal. Obwohl es eben wieder um Duft ist, den man eigentlich meiner Meinung nach ganz normal auch benutzen und tragen kann. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, oh Gott, das ist zwar schön, aber das ist nur rein so für Lehrzwecke.
geeignet. Also das sieht man schon, ob es hier ein bisschen wie die Flasche ausschauen wird, aber die wird grau sein und so, also bitte jetzt gar nicht auf das Flasche achten. Ja. Also das Kriterium bei diesem Duft war, also dieses über etwas drüber. Es muss etwas drüber sein. Also überschminkt, zu extrem, viel zu viel Eindrücke da, aber trotzdem irgendwie angenehm, ja, nicht unangenehm. Aber so, so schon so massive Einwirkungen, die da sind. Und so da ist es wird meistens gespielt um diesen fermentierten Jasmin. Also es ist ein Jasmin, der fermentiert ist. Es spielen auch diese ganzen, wenn man jetzt Bangkok auf den Blumenmarkt geht, das ist ein riesen Blumenmarkt, jeder, der in Bangkok ist, sollte da mal hingehen, wenn er noch nicht schon da war. Mhm. Es ist ein Traum, dieser Blumenmarkt. Da werden also diese ganzen wunderbaren Orchideen und Blumen verkauft in den Großmarkt. Kann man auch ganz normal hingehen. Das ist jetzt kein, nicht nur für Einkäufer, sondern auch für Touristen können da durchgehen. Und da sind natürlich auch diese Mix an Gerüchen, die da sind, die sich auch wieder mischen wiederum mit der Szenerie, die Wärme und alles. Also das ist irgendwie so Bangkok eben und dann Schock, weil es halt, weil er halt so massiv ist. Und ja, das ist so ein bisschen, den finde ich faszinierend. Da wird sicherlich sehr viel drüber geredet werden, denke ich mal. Da werden viele den Duft rezensieren, glaube ich, weil er halt auch Potenzial für das bietet. Ja, da kann man halt gut erklären, ja. Also das haben wir ja beim letzten Mal auch schon. Ja. Das ist halt so ein bisschen dieses plastikartige, sehr süßliche, over the top, so ein bisschen auch, so ein bisschen schwülstig auch. Ja. Also der ist halt so richtig Party in so einem Shop in Bangkok, ne? Ja. Obwohl ich war da noch nie, ja. Aber ich kann mich noch so gut ans letzte Mal erinnern. Ja. Und der ist mir, hat sich mir so eingebrannt. Also das war jetzt, ich habe den sofort wiedererkannt. Und ja, der ist aber nicht unangenehm. Das ist das, wie du sagst. Man, ja, kann, man könnte den schon tragen. Man, ja, kann den ganz die normal Frage tragen. Ist, ob man das, ob man, ob einem der Duftcharakter dann zusagt. Ja. Aber der ist definitiv tragbar, an der Grenze zur Tragbarkeit. Ist jetzt kein Zoologist-Level, wo du echt, nein, sagst, boah, kann ich jetzt nicht tragen. Manche dürfen von denen schon, aber ich finde, manche sind extrem over the top. Aber der ist gerade noch so schon gewagt, aber kann man machen, ja, kann man machen. Und ich glaube auch, dass also der ist, wenn man ihn trägt, in Kombination mit der Person weniger dominant, als wie er jetzt auf dem Papierstreifen wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich, ja. Also es gibt Düfte, die sind auf dem Papierstreifen oft nichtssagend und dann getragen ganz gut. Und es gibt Düfte, die sind auf Papierstreifen exorbitant und dann getragen, entwickeln die andere Effekte. Also es ist ein Duft, also ich bin der Meinung, ich habe das schon nicht, dass es mich beeinflusst hätte in der Kreation, das habe ich ja gesagt, da lasse ich mich nicht beeinflussen. Aber danach haben ja verschiedene Leute den schon probiert und getragen und der trägt sich eigentlich relativ gut. Mhm. Also die meisten haben das nicht erwartet. Und der ist auch so, dass er wahrgenommen wird und ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Komplimente-Duft ist, aber man wird darauf angesprochen. Ja, definitiv. Hat der Herbert einen Lieblingsparfümeur? Für die verschiedenen Sachen, ja. Also ich arbeite gerne mit Laura Santander zusammen, die bei Carbonell ist. Aber ich habe verschiedene, also ich habe also für eine Idee und dann weiß ich, welcher Parfümeur dafür geeignet ist. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht zu viele haben, weil ich, wie ich mal gesagt habe, die Kommunikation zwischen dem Parfümeur oder Parfümeurin und mir oder wem auch immer ist sehr wichtig und man entwickelt sowas einfach über die Jahre und deswegen kann man sich theoretisch 10 Parfümeure oder 20 Parfümeure haben, aber es ist sehr schwer. Meistens konzentriert man sich auf 2 oder 3, weil man einfach mit denen sich versteht. Ja, also es ist gar nicht so sehr dann oft auch die Frage vom Handwerk, nein, sondern wie gut man kommuniziert, man, genau, wie gut versteht man sich. Ne? Genau, wie gut klappt die Zusammenarbeit. Und das sieht man auch bei vielen Marken, dass die, wenn die jetzt nicht einen In-House-Parfümeur haben, sondern externe Parfümeure haben, dass die auch meistens schon wechseln mal, aber tendenziell immer so einen haben, der viel macht. Mhm. Ja, wenn es dann klappt, dann klappt's. Ja, ja. Was wolltest du denn als Kind werden? Anwalt. Anwalt? Ja. Echt? Ja, also
Ich wollte Anwalt werden. Wolltest du das oder wollten deine Eltern das? Nein, ich wollte das. Meine Eltern wollten das gar nicht. Aha. Meine Eltern waren so in dieser Situation, also meine Eltern sind aus dem Arbeitermilieu und mein Vater war auch der Meinung, das hat er auch immer gesagt, also Arbeiterfamilien bringen Arbeiterkinder hervor und ich sage mal, Akademikerfamilien bringen Akademiker hervor und so hat es zu sein, was da. Also er war jetzt nicht dafür, dass ich irgendwas mache, was nicht in einer soliden Arbeit endet. Mhm. Aber warum Anwalt? Weil ich habe mit Vorliebe amerikanische Spielfilme gesehen oder Filme gesehen, wo Anwälte, und das war weit vor Suits und Harvey Specter. Jury, oder? Genau. Mhm. Und ich habe danach auch, als ich dann schon älter war, auch schon mal dann mit Leuten gesprochen, haben sie gesagt, ja, das ist in den Filmen so oder auch noch in den USA so. Aber in Deutschland und in Europa ist das Anwalt sein mehr so ein Paragraphen, Bücher und Schriftsätze und weniger so ein Reden vor der Jury und überzeugen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Mhm. Also du wolltest dann schon so ein bisschen mehr Bühne haben dabei. Ja, aber halt, es war halt dann doch nicht das, was ich angestrebt habe. Aber es war mein Kindestraum, war immer Anwalt zu sein, ja. Okay, was ist denn so deine früheste Erinnerung an einen Duft oder an einen Geruch? Oder, also kannst du dich an irgendwas erinnern, was einschneidend ist, wo du so mit dem Thema Duft zum ersten Mal in Verbindung bist? Ja, also definitiv ist so, dass ich sage jetzt mal, ich bin ja als Kind in Südtirol groß geworden und dann hat mich immer fasziniert natürlich schon diese Naturgerüche, ne? Also nach dem Gewitter, das ist auch der Geruch von Heu, ne, zum Beispiel. Das ist also ganz spezielle Sachen, die einfach da sind, die auch so eindeutig sind. Ne. Also sagen wir so, Blüten, ja, das ist so ein bisschen diffus. Der Geruch, ich liebe zum Beispiel auch diesen Geruch von frisch geschnittenem Gras. Also wenn Gras gerade frisch gemäht wird, hat es ja so einen eigenen Geruch. Ja. Und den finde ich ganz faszinierend. Es wurde übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass dieser Geruch glücklich macht. Frisch geschnittenes Gras macht die Leute entspannt im Kopf und happy. Und ich kann das bestätigen. Ich habe eine Zeit lang immer das Duschgel, ich weiß nicht, ob es noch gibt, von Sisley, Eau de Campagne. Das war eine Linie von Sisley mit dem Duft, der sehr stark diese Eukalyptus, frisches Grasnoten hat. Mhm. Den fand ich immer gut wegen dem. Mhm. Also, da habe ich immer das Duschgel. Und Duft nicht, aber Duschgel habe ich immer genommen. Ja. Gibt es auch einen ganz tollen Louis Vuitton-Duft, der heißt Sur la Route. Da ist auch eine ganz schöne frisch gestimmte Grasnote drin. Weil das findet man nämlich nicht so häufig im Parfum, diese Note. Stimmt, ja. Also das hat dich fasziniert sozusagen, diese Naturgerüche. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was hast du als Jugendlicher so für Parfum getragen? Ach. Also ich bin ich bin ja in der Generation, groß geworden, wo eigentlich es eine Notwendigkeit war, um in der Gesellschaft überhaupt anerkannt zu werden, dass man Patchouliöl trägt. Patchouli, bestimmt, ja, die Hippies, ja. Das war die Zeit, wo alle mit diesem Fläschchen Patchouliöl rumgelaufen sind und man hat sich prinzipiell dieses Patchouliöl angeschmiert. Mhm. Aber alle. Also es ging nicht ohne. Mhm. Und es war immer an Öl auch. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das gemacht war, ob es jetzt wirklich einfach irgendein Öl war, das parfümiert war mit Patchouli, ob es richtig Patchouliöl war. Es hat ja auch nicht so viel gekostet. Und es waren immer so kleine Fläschchen und man hatte immer diesen Patchouli-Duft. Ich würde den ja heute nicht mehr tragen. Also ich habe heute, wenn man so will, als Patchouli-Dominanz fast eine Aversion. Also echt? Ich mag keine Patchouli-dominanten Düfte. Aha. Damals habe ich das getragen, aber nicht, weil ich es jetzt so selbst so gut fand, sondern weil man das tragen musste. Ja, gut. Es war ein gesellschaftlicher Zwang. Ja, da macht man, was halt gerade cool ist, ne? Ja. Wenn du jetzt, ich weiß, diese Antwort, Disclaimer, die kann sich ja ändern, ja? Also das ist jetzt nur eine Momentaufnahme. Aber wenn du jetzt einen Duft für den Rest deines Lebens wählen müsstest, den du nur noch trägst, dann trägst du deinen Kobe oder den Serjof Kobe? Wenn ich einen Duft nur mehr tragen würde bis Ende meines Lebens, boah, es ist schwierig. Ich würde echt wahrscheinlich sagen, es ist 17 Rosso. 17 Rosso? Ja. Also, das Kobe ist, beim Kobe muss ich dazu sagen, ja, ich liebe den Kobe, aber mehr noch, als ich ihn liebe, liebt ihn meine Frau. Mhm. Und deswegen ist es so, dass ich schon sehr viel damit assoziiere auch und den halt auch trage. Ich trage auch gerne Uden und so weiter, aber wenn ich jetzt mich auf einen konzentrieren würde, wären mir die beiden, die wären mir zu wenig.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dauerhaft nur Kobe zu tragen. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Und auch nicht dauerhaft Uden zu tragen. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dauerhaft Sips und Rosso zu tragen. Schwach dosiert, muss ich zugeben. Also ich würde sagen, so tagsüber ein bis maximal zwei Sprüher. Das ist schon heftig. Und ich meine wirklich ein, zwei Sprüher, nicht so... So ungefähr. Ein, zwei hier, ein, zwei dort. Ein, zwei insgesamt. Mhm. Und für abends nochmal, vielleicht, wenn man den tagsüber schon getragen hat, nochmal zwei drauf. Und das war's. Mhm. Und das ginge. Ja, gute Antwort. Finde ich auch gut. Den hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du den sagst. Aber ja, also ich könnte auch sagen, diesen Miami South Beach, das wäre auch so eine Sache, die ich... Ich meine, das ist... Also ich weiß, das ist... Du könntest mich in einer Stunde fragen, wahrscheinlich würde ich was anderes sagen. Wobei ich glaube nicht, aber ich würde nächste Woche oder nächstes Jahr was anderes sagen. Das kann ja sein. Aber ich muss jetzt zum Beispiel sagen, der Miami South Beach ist ein wunderschöner Duft, aber wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, reinversetzen würde in diese Frage, der wäre mir dann zu speziell in eine bestimmte Richtung mit einer bestimmten Stimmung für die ganze Zeit. Ja. Also wenn es ein Duft ist, den man halt immer trägt, so als Signature, dann muss das was sein, was in viele Situationen halt passt. Und der ist in ganz vielen Situationen, glaube ich, ganz toll, aber ich weiß, es gäbe auch Situationen, da würde ich den jetzt nicht tragen wollen. Also eine gute Frage, die jetzt nicht gestellt worden ist, aber ich beantworte sie. Also ich stell sie selber. Interview dich einfach selbst. Ich stelle sie selber und antworte sie selber. Was hat der Herbert früher getragen? Und ich war ja, also jahrelang war ich der klassische Eau Sauvage, aber altes Eau Sauvage, nicht das neue, sondern das alte Eau Sauvage. Das war halt damals, das hat man getragen, ne? Das war Eau Sauvage. Und dann habe ich mich plötzlich irgendwann mal, das war wie so ein Fenster aufgegangen ist, Chanel Anteus. Aha, ja, der. Und das wurde dann auch, also ich habe früher wirklich so einen Duft getragen und den immer. Und das war aber früher sehr üblich. Und man hat also auch heute noch Ältere, die haben einfach teilweise immer noch einen Duft getragen. Ja, was heißt früher sehr üblich? Ich habe auch einen einzigen Duft getragen, bis ich 30 war. Also. Ja. Ja. Wie findet man seinen perfekten Signature? Wie findet man jetzt diesen Duft, den man bis an sein Lebensende tragen will? Genauso wie man einen perfekten Partner findet. Probieren, probieren, probieren. Probieren, probieren, probieren. Und wenn man das Gefühl hat, dann man hat jetzt den richtigen gefunden oder die richtige gefunden, Partner meine ich jetzt, oder den richtigen Duft, dann tragen. Und tragen. Und dann merkt man schon, wenn man den nach einer Woche oder nach zwei Wochen, drei Wochen tragen, und ich meine dann wirklich jeden Tag drei Wochen tragen, das Gefühl hat, ach, ich bräuchte jetzt mal was anderes, dann ist es nicht unbedingt vielleicht der. Man muss auch nach drei Wochen sagen können, ich könnte den jetzt weitertragen. Ja, dann ist das nicht nervig werden. Ist ein gutes Zeichen für ein Signature. Ja, ja. Und ich finde, was schon auch immer echt dann bei einem Signature wichtig ist, dass das unmittelbare Umfeld damit zurechtkommt. Also wenn man jetzt da diesen Duft hat und dein Partner sagt dann, oh, hast du schon wieder den drauf. Dann geht es halt nicht, egal wie gut der einem gefällt. Weil nein, das ist richtig. Das ist wichtig, ja klar. Also das muss man machen. Aber es ist, wie gesagt, man kann es probieren. Aber es entwickelt sich auch. Ich bin aber kein Fan ich promote nicht den Signature-Duft. Ja, ich könnte es auch nicht. Also. Ja. Woran kann man erkennen, dass man die Nase dazu hat, ein Parfümeur zu werden? Indem man relativ sensitiv riecht. Also man muss jetzt dazu sagen, selbst bei Parfümeuren, das ist es so, es gibt bestimmte Inhaltsstoffe, die können nur bestimmte Menschen riechen. Mhm. Es gibt Eigenschaften, die auch sonstige sind, zum Beispiel, dass man die Zunge so rollen kann, dass es so wie ein U ist, das können auch nur bestimmte Menschen. Das sind so Prädispositionen, die man von Geburt aus hat. Und wenn man das nicht hat, dann kann man das nicht. Das kann man nicht lernen, das geht nicht. Und so gibt es auch bestimmte Gerüche, die bestimmte Menschen nicht riechen. Das fällt denen gar nicht auf, weil sie einfach nicht die Prädisposition haben dafür. Und es gibt auch Parfümeure, die das nicht können. Mhm. Also, die wissen das aber und dann haben die jemand anders, der das dann riecht, eben wenn dieser eine Stoff was da rein. Was ist zum Beispiel so ein Stoff? Ja, das sind manche Heliotrope, die viele nicht riechen können. Teilweise auch bestimmte Zitrusnuancen können manche nicht riechen. Mhm. Die riechen schon Zitrus, aber die können nicht die Nuancen unterscheiden und so. Also man muss halt schon eine Fähigkeit haben, aber es ist auch Training. Ist halt viel Training. Ja, viel Training. Also man muss den Körper insgesamt verstehen. Der Körper ist ein Selbstoptimierungstool. Der Körper sagt, okay, was wird von mir gefordert? Und das, was von ihm gefordert wird,
da versucht er sich besser zu verbessern. Wenn ich jetzt sagen will, okay, ich möchte jetzt einen Marathon laufen, dann muss ich den Körper suggerieren, ich möchte einen Marathon laufen. Nicht indem ich jetzt gleich loslege und einen Marathon laufe, weil dann bin ich wahrscheinlich umgefallen und komme ins Krankenhaus, wache ich wieder auf. Indem ich einfach das Ziel verfolge. Aber ich werde dann den Körper produzieren für einen Marathonläufer. Und wenn man die Marathonläufer anschaut, dann sind die ja alle, ich sage mal, dünn wie sonst was. Man hat noch nie einen muskulösen, kräftigen Marathonläufer gesehen. Aber wenn ich jetzt einen Zehnkämpfer anschaue, dann ist der wieder ganz anders. Oder ein Kugelstoßer, der schaut auch wieder ganz anders aus, um jetzt mal beim Sportthema zu bleiben. Ne? Aber auch sonst, wenn ich will ein guter Sänger werden, muss ich halt einfach Talent haben, aber ich muss auch meine Stimme immer wieder trainieren, entwickeln und so weiter. Ja. Und so ist es als Parfümeur oder für die Nase. Ich muss eine Prädisposition haben und dann muss ich trainieren. Ja. Und das, dieses Training, das ist echt, auch wenn man jetzt nicht Parfümeur werden will, das ist echt richtig, das ist wie im Sport. Du merkst am Anfang vor allem, wie schnell du besser wirst. Ja? Und wenn du wirklich dann jeden Tag bewusst auch riechst, also ja, so richtig mit Hirn, so richtig so, ich versuche das zu lernen, dann wird man wahnsinnig schnell besser. Ja. Muss man Chemie studiert haben, um Parfümeur zu werden? Es gibt also man kann Parfümeur werden durch autodidaktisch, also sprich, man setzt sich hin und sagt, ich mach das einfach jetzt und lerne das. Und ganz viele, die das machen, ganz viele. Oder man geht zu einem Dufthaus und kriegt dort ein Praktikum und wird dort ausgebildet, klassische Ausbildung. Die dritte Variante ist, man studiert das. Es gibt also einen Studiengang, in Frankreich gibt es die bekannteste Universität für das und die erfordert ein vorhergehendes Chemiestudium. Aha. Das heißt, man kann da nur zugelassen werden, auf der ISPAC, so nennt sich die, wenn man vorher Chemie studiert hat, sonst nehmen die einen nicht. Und dann wird man dort nochmal auf das Thema Parfümeur gebracht, wobei die Abgänger von der ISPAC sind vielleicht zu 10% Parfümeure, die solche Körperdüfte machen und zu 90% Parfümeure, die vom Waschmittel über Lebensmittel alles parfümieren. Es wird ja alles irgendwo parfümiert. Ne? Und das heißt, es wird sehr viel in der Industrie auch gearbeitet und die gehen da rein. Ne? Also ich sage jetzt mal, um ein Industrieparfümeur zu werden für Waschmittel oder sonst was, da ist der autodidaktische Weg nicht der richtige. Okay. Für so eine Nischengeschichte kann man auch einen autodidaktischen Weg gehen. Die Frage, ich kenne die Antwort, aber die Leute vielleicht nicht. Hast du Hobbys abseits von Parfum? Ganz zu viele. Also, was ist Hobby? Also, mein Hobby ist Essen. Also, eigentlich eins der besten Hobbys. Das ist, glaube ich, das Hobby von so ziemlich vielen. Ja, ja, also Essen ist ein Hobby. Wein ist auch ein Hobby, definitiv. Mhm. Reisen ist auch ein Hobby. Ja, also viele werden jetzt sagen, ja, du hast ja was Hobby, Uhren. Ich weiß nicht, ob Fashion ist ein Hobby. Aber Uhren und Fashion zum Beispiel sehe ich nicht so als Hobby. Weil, ja, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ja, okay, ist auch ein Hobby. Also, ja, es gab ganz viele Hobbys. Okay, Herbert, dann sind wir durch. Ja. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und dass du wieder so, ja, dass du wirklich wieder so tiefe Einblicke auch gegeben hast. So viel Rundumwissen. Und dann sagen wir euch wieder Tschüss. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.